Ja, wir haben auch ein Lied geschrieben für eine Winde. Sie ist so stark wie Herkules. Sie heißt Herkules H4. Und es ist gedichtet auf die Melodie von Shakira. Underneath Your Clothes, ein Klassiker der frühen Nullerjahre. Das hat was mit dem innigen Verhältnis des Windenfahrers und diesem öligen Gerät zu tun. Also man muss auch reinkriechen in diese Technik. Wir müssen jetzt einen 160 PS starken Dieselmotor, der in den 80er Jahren in der Tschechei gebaut wurde, in Tschechien gebaut wurde. Das ist genauso sputzig wie der Titel von Shakira eigentlich, wenn man auf dieser Winde sitzt. Weil man spritzig. Ja, spritzig, sehr ölig, sehr riecht stark und macht auch viel Krach. Stärke ist, was mir den Atem raubt. Deine Kraft, ich spüre sie, wenn ich auf dir bin. Du wirst ungestüm, wenn ich mit dir losleg, wenn ich den Gang eingeleg und Vollgas gebe. Herkules H4, du bist die wahre Winde. Setz jedes Schwergewicht an jedem Wochenende. Und auch wenn ich mal Endschlepp mach, ich vermiss dich jeden Tag. Ist der Druck da, rutscht der Gang problemlos rein. Ist alles geschmiert, spulst du das Seil konstant ein, bremst voll automatisch, auch wenn der Rückholfahrer achtlos die Bahn lang prescht. Du bist unzerstörbar, Herkules H4, du bist die wahre Winde. Stichst jedes Schwergewicht an jedem Wochenende. Und auch wenn ich mal Eschlepp mach, ich vermiss dich jeden Tag. Ich liebe deine Problemlosigkeit. Wartung tanken, über den Berg ziehen. Ölstand messen, Bremse einstellen, aus der Garage schieben. Ich häng dich hinter leicht hinter den Ello. Pack dich rückwärts unter das Schleppdach. Kaum zu glauben, du bist so schön, verlässlich und auch einfach. Herkules H4, du bist die wahre Winde. Schleppst jedes Schwergewicht an jedem Wochenende. Und auch wenn ich mal Endschlepp mach, ich vermiss dich jeden Tag. Herkules H4, du bist die wahre Winde. Jedes Schwergewicht an jedem Wochenende. Und auch wenn ich mal Endschlepp mach, ich vermiss dich jeden Tag. Hey! Dankeschön! Genau. Vielen Dank. Ihr dürft auch Fragen stellen, wenn ihr nicht wisst, was Endschlepp ist, dann können wir euch da auch doofe Antworten drauf geben. Genau. Das macht die Sache lustiger. Ja, Vogelkot auf den Rücken. Ah, da hat jemand gefragt, Benny. Jetzt kannst du das mal erklären. Das in der nächsten Pause erklären wir das. Er weiß es auch. F-Schlepp, das ist eine Zigarettenmarke. Ja.